Kann man das zusammen nutzen oder kriege ich dann explodiert meinen Kopf? Oh no, 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 no. Die sind wie angebrannt. Ich bin dumm. Wer soll ich denn wissen, ob die nur homogen ist? Schneid danach, ne? Oh Gott, die lachen mich aus, wenn ich so da ankomme. Keep rolling, 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 rolling. Niemand erzählt irgendjemandem irgendwas. You think I'm lying to you? Yep, I've been lying to you. Ja, hi. Again. Wie fange ich an? Die Leute, die mir auf Instagram folgen, die haben schon mitbekommen, höchstwahrscheinlich, dass es mir in den letzten Wochen nicht so gut ging. Man sieht es an meinem Kinn. Eventuell auch an meinem Körper. Ich habe nochmal 3,5 Kilo abgenommen, was ich eigentlich nicht wollte. Ja, ich weiß, ich habe im Sommer mega gestruggelt, habe gesagt, ich möchte unbedingt abnehmen. Ich hatte ja auch abgenommen. Ich war dann ja auch auf 60 Kilo letztendlich, so wie ich ungefähr, wo ich ungefähr hin wollte. Jetzt habe ich allerdings nochmal 3,5 Kilo abgenommen, ungewollt. Wir können alle mal mit unserem Leben strugglen und irgendwie schlechte Tage oder auch mal Wochen haben. Aber es muss dann halt auch irgendwann mal wieder aufhören und ich habe beschlossen, dass jetzt halt heute der Tag ist. Ich habe versucht, Make-up aufzutragen. Ich sehe schon wieder total fleckig aus, ich sehe es, aber ganz ehrlich, ist mir Bums. Und was machen Frauen bei einem Mental Breakdown? Haare färben und schneiden. Yay, es ist wieder soweit, ja. Ich werde mir wieder die Haare färben und ich werde sie mir diesmal auch schneiden. Kein Pony, sondern einfach die Länge ein bisschen, weil sie mir einfach gerade, die Spitzen sind irgendwie nichts. Habe ich mir das gut überlegt? Nee. Werde ich es bereuen? Wahrscheinlich ja. Mache ich es trotzdem? Ja. Ich habe mir überlegt, ich werde jetzt einfach meine komplette Front, also hier noch, sprich mein Pony, hier so, einfach die komplette Front blond machen. Ich habe das. Iceland. Und das. Ein Braun wieder für oben drauf. Und zu guter Letzt habe ich gedacht, den Part, den ich mir blond mache, färbe ich mir heute mal blau ein. Das hält auch nur 3 Haarwäsche. Wenn es geil aussieht, dann färbe ich es blau. Wenn es scheiße ist, dann wäscht sie es in 3 Tagen wieder raus. Also egal. So, dann machen wir mich mal hübsch. Heute war irgendwie nicht der Tag zum Färben. Ja, mit was fange ich nochmal an? Mit blond, ne? Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen, wie ich das immer mache. Ob ich jetzt immer... Ich jedes Mal, bei jedem Video, stelle ich mir die Frage, erst die helle oder die dunkle Seite. Und ich vergesse es immer wieder. Huh. Seht ihr, wie lang die geworden sind? Die müssen unbedingt ab. Bestimmt so ein Stück. Das entscheide ich dann gleich. Wenn sie gefärbt sind. Schneid danach, ne? Oder soll ich die jetzt... Nee, schneid danach. Oh Lord. Ich sehe gar nichts schon wieder. Wo ist mein kleiner Spiegel eigentlich? Oh, wieder vergessen. Wie immer. Oh Gott, ich hasse Abteilen. Das gehört hier noch hin. Scheiße. Das ist wieder so typisch, ne? Das würde wieder richtig kacke aussehen, weil das hier ja natürlich dunkler sein wird als das, weil das ja schon blond war. Aber pff, drauf geschissen jetzt, ehrlich. Ich muss ja auch mal was riskieren im Leben, ne? Mache ich ständig. Ich fliege auch ständig auf die Fresse, aber man muss es trotzdem riskieren. Watermelon Sugar, hi. Fangen wir an. Ups. Ich muss mir erst was anderes anziehen. There we go. Wie geht das jetzt nochmal? Ich muss das wahrscheinlich da reinfüllen und dann chillen. Oh mein Gott. Brauche ich Alufolie oder Folie oder irgendwas? Hm. Oh, stell mal vor, das geht ab und alles spritzt hier rum. Alles ist gebleached. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht. Ist da nicht ein Pulver auch? Oh, ich muss jetzt nochmal gucken. Normal ist doch da ein Pulver auch mit dabei. Oder war das das, was ich da reingemacht habe? Applikationsspritze aufschrauben und kräftig schütteln, bis Mischung homogen ist. Wer soll ich denn wissen, ob die nur homogen ist? Als ob man was dadurch sieht. Okay, ich denke, es ist homogen. Weißt du, was ich glaube? Dass das gar kein Aufheller ist, sondern einfach nur Färber. Ah doch, ist ein Aufheller, oder? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt nichts bringen wird. Weil normal ist das... Oh, fuck, fuck, fuck. Das ist ja so ein Pulver. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe das Falsche gekauft, oder? Das ist doch kein Aufheller. Doch, Intensivaufheller. Was weiß ich. Normal ist das ja blau. Normal ist das so körnrig auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt hier blond wird, um ehrlich zu sein. Ich glaube nicht, dass das eine Blondierung ist. Warte mal, ist ja keine Blondierung. Es ist ja ein Aufheller. Das dann...
auch eine, habe ich noch eine andere? Intensivblond, bis zu 70 weniger Haarbruch. Kolorationscreme. Ach herrje, Leute, ich glaube, ich habe irgendwie die falschen Scheiße. Weil ich keine Ahnung, wie oft ich mir in meinem Leben schon die Haare blondiert habe. Keine Ahnung. Wieso kaufe ich dann nicht einfach immer das Gleiche? Ich wette, das wird nicht blond. Weil es keine Blondierung ist. Was mache ich denn jetzt? Oh, mein Lord, ich gehe jetzt los und hole eine Blondierung. Das ist keine. Ich bin dumm. Oh Gott, die lachen mich aus, wenn ich so da ankomme. Niemand erzählt irgendjemandem irgendwas. Meanwhile. Ja, ich habe noch Sekt geholt und ja, ich habe noch Chips geholt. Ah. Seht ihr, da ist nichts passiert, da wäre auch in 100 Jahren nichts passiert. Also hier steht zwar auch aufhellen, aber hier zeigt es alleine schon hier an, bei den dunklen, dass das auf jeden Fall blond wird. Und das nutze ich auch immer von Schwarzkopf. Stufe 9 Aufheller, das nehmen wir jetzt. Und das machen wir dann einfach drüber oder so, was weiß ich. Kann man das zusammen nutzen oder kriege ich dann, explodiert mein Kopf. Gehen das nochmal, wo ist die Anleitung? Schon 100 Mal gemacht, ne? Ich kann mir sowas nicht merken, oh mein Gott. Wo sind die Bilder? Ah, hier. Okay. Okay, los geht's. Oh, ah. Siehst du, das sieht ganz anders aus als das andere. Ach, das ist nur für schon. Ah, oh, fuck. Ups. Nein. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, ob ich das wie ich. Ach, shit. In der Theorie weiß ich, wie es geht. In der Praxis ist es halt alleine immer ein bisschen schwierig. Ich brauche einen persönlichen Haarfärber oder sowas. Ist ja schon cool. Meine Schwester würde es ja auch locker machen, wenn sie nicht so arschweit weg wohnen würde, immer nur. Hallo, ist schon leer? Oh, bitte nicht. Ah! Nicht auf die Hose, habe ich gesagt. Shit. Nein. Ach Gott, warum? Das war doch eigentlich vorhersehbar. Wenn wir mal ehrlich sind. Toll. Mach kleine Hörnlis. Andere Seite. Schnell. Warum wollte ich das nochmal machen? Ah, es brennt schon wieder. Oh, überall. Oh. Puh. Nicht so sicher. Ich glaube, ich lasse das jetzt echt erstmal so und spüle das dann erst aus. Ich glaube, es macht anders keinen Sinn. Ich versaue mir das nur wieder hier. Ist aber auch immer das Gleiche. Ich sehe wieder irgendwas auf TikTok, finde das toll, muss das dann auch nachmachen, ich mit meinen 100 Jahren. Keep rolling, 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 rolling. Also, merke, ich brauche... Shit. Nein, nicht der Boden. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich lasse es jetzt erstmal so und hoffe, dass es jetzt einfach hell wird, schnell. Later. Dann wissen wir so, ich habe mir die Haare ein bisschen kaputt gemacht. Kann man es sehen? Die sind wie angebrannt. Die Strähne hier wollte gar nicht hell werden. Ich hatte das fast eine Stunde drauf. Meine Kopfhaut ist knallrot. Ich habe auch noch so ein Fahr-Silberzeug drauf gemacht. Und deswegen sind die auch hier so lila. Aber halt auch nur hier. Und da sind sie jetzt halt auch einfach kaputt. Oh, fuck. Ich werde sehen, wie es aussieht. Wenn ich das blaue Zeug drauf habe. Ich muss jetzt erstmal die blonden nochmal separieren, um die dunklen Haare zu färben. Die fühlen sich an, als wären sie verbrannt. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Nein. Oh, scheiße. Oh nein.
Manchmal gibt es so Tage, da habe ich Glück mit sowas, ne? Da läuft es dann richtig gut. Und manchmal gibt es so Tage wie heute, geht alles schief. Oh nein, oh mein Gott, wie das hier vorne auch schon direkt wieder braun wird. Leck mich doch, ey. Ich habe es wieder überall hängen. Überall. Bloß nicht da, wo es hängen soll. Das wird wahrscheinlich super fleckig werden. Alexa, stell einen Timer auf 30 Minuten. Das sollte reichen, denke ich. 30 Minuten ab jetzt. 12 o'clock midnight. Who's the clown now? Ich habe es komplett versaut. Leute, ich habe es einmal komplett versaut. Ich habe versucht, dieses Blauspray reinzumachen. So habe ich mir das nicht vorgestellt. So soll es nicht aussehen. Ich sehe aus wie eine Hexe. Meine Hand. Sieht man das, wie blau die ist? Im Gegensatz zu der? Die fühlen sich richtig tot an. Richtig böse. Okay. Ich schneide die jetzt. Ich kriege die nicht mehr durchgekämmt. Oh mein Gott. Ich habe mir das so auch nicht vorgestellt. Ey, jetzt habe ich sie eh schon versaut. Ich habe direkt auch meiner Friseuse geschrieben, ob die einen Notfalltermin hat. Aber ich gehe ganz... Es ist kurz vor Weihnachten. Ich gehe ganz stark davon aus, dass sie keinen Termin frei hat. Also muss ich da jetzt einfach durch. So, wie schneiden wir Haare? So wie wir es bei TikTok gelernt haben natürlich. Wir machen zwei Parts und schneiden einfach ab. So, ne? Keine Ahnung. Ich tue es einfach. Ich denke jetzt gar nicht mehr nach, weil es macht eh keinen Sinn. Cool. Ungefähr, ne? Shit. Oh Gott. Ich hab's komplett versaut. Oh, wie sehe ich aus? Wieso noch? Wie gewollt und nicht gekonnt, ey. Okay, jedenfalls habe ich sie jetzt geschnitten. Okay, also ich gehe jetzt ins Bad und ich versuche, das irgendwie zu retten. Auf irgendeine Art und Weise versuche ich das jetzt zu retten. Ich weiß noch nicht wie, aber ich versuche das hier jetzt erstmal zu fixen, bevor ich gleich einen Zusammenbruch kriege. Jetzt angenommen, diese Haare hier, ne, und nur den Ansatz blau lasse und diese Haare hier wieder dunkel färb und nur die, die blau sind, blau lasse, könnte ich damit irgendwas retten? Ich kann das unmöglich so lassen. Also ich werde definitiv morgen irgendwie versuchen, noch einen Friseur aufzufinden. Ich weiß noch nicht wie, weil ich möchte halt auch nicht zu irgendjemandem gehen, der keine Ahnung hat. Aber ich meine, schlimmer kann es ja eigentlich auch nicht werden, ne? Das habe ich nur gemacht. Heute war irgendwie nicht der Tag zum Färben. My pain turned to sadness and my sadness to anger. My anger grew into hate and I have forgotten how to smile. Ich kann da auch nichts retten. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Geduld mehr, irgendwie was zu retten oder irgendwas zu machen. Ich habe einfach auch keinen Bock mehr jetzt. Heute ist Freitag. Morgen ist Samstag. Am Sonntag geht das Video online. Morgen versuche ich mir die Haare retten zu lassen. Und am Montag lasse ich euch wissen, ob es geklappt hat. Auf meinem Instagram-Kanal. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Ich will einfach hier nur noch abbrechen jetzt. Yeah.